Genau, der die Ergebnisse in dieser Nacht präsentiert hat und der immer noch davon überzeugt ist, dass Donald Trump auch offiziell bald die 270er-Schwelle überschritten haben wird. Wir wissen, dass er Alaska gewinnt, dass er einen Wahlmann in Maine bekommt. Also die 270 hat er eigentlich sicher, aber in Swing States, die er sehr wahrscheinlich gewinnen wird, wird noch gezählt. In Wisconsin 94% ausgezählt, 51-47. Da ist selbst bei vielen Briefwahlstimmen nicht mehr denkbar, dass Kamala Harris das umdreht. Und Nevada zählt erstaunlich schnell, 93%. Und hier haben wir die gleiche Situation, 4 Punkte Vorsprung. Donald Trump wird der nächste Präsident der Vereinigten Staaten sein. Er wird einen Senat gegenüber haben, der republikanisch geführt ist. Da sehen wir, dass 51 Mandate, das ist genau die Mehrheit, für die Republikaner sicher sind. Und er hat in seiner Ansprache vorhin auf ein Repräsentantenhaus gesetzt, das auch republikanisch geführt ist. Das ist wahrscheinlich, aber noch nicht sicher, im Moment Zwischenstand 200-171. Und das ist dann eine politische Veränderung auf der ganzen Linie. Anna, Sven.